Hallo, hallo, willkommen zu Schwitz und Paar Let's Play, der Let's Play Super Mario World. Los geht's mit diesem Secret Exit, genau, von Shoko Island 2. Los geht's. Wir müssen mich 20 Mützen haben, ich war schon bei Nintendo eben. Ich muss eben, ja, schnell dann eben, ich muss 53. Ich hasse dieses Level einfach nur. Nee, ich mach das Spiel gar nicht, also wirklich, weil. Ich brauche mindestens 20 Münzen. Landen wir hier, erstellen den Schwerpunkt, wir müssen irgendwie krepieren. Ich hasse die Störung mit diesem blöden Ding einfach nur. Das kann's. Ich mag die Störung mit der Feder nicht, muss ehrlich gesagt sagen. Ich muss das halt machen, kann ich das nicht irgendwie auslassen. Weil ich nicht checke, wie damit fliegt. Das Problem ist eben, ich habe vergessen, wie die Steuerung geht. Ich weiß nicht, brauchen wir diesen Sieg jetzt wirklich fürs Spiel? Du kannst mich mal spielen. Als ob ich diesen extra versuche hier, ehrlich, Mann. Die ist da jetzt auch nicht. Egal, machen wir mit den Level weiter. Obwohl, wir machen kurz noch eben. Ach, ich habe jetzt alles gespeichert, eben. Das könnt ihr vergessen, ich mache den Secret-Exit nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Wegen der Feder eben auch, weil die Feder ist einfach nur Blödsinn. Die Feder ist in diesem Spiel wirklich Blödsinn, weil die Steuerung totaler Müll ist. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt so mein Welt überhaupt nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Nee, wirklich, was soll das eigentlich? Warum macht das Spiel die Feder so ernst und sehr wichtig? Eben, wenn die Steuerung von dieser Scheißbild wieder so eigentlich so verdammt blöd gemacht ist, ehrlich, Mann. Also das Spiel wird auf jeden Fall nicht zu 100% gespielt, weil das Spiel sich auf die Feder braucht. Und die Feder ist eben ein totaler Schrott eben auch, weil die Feder sich aber total scheiße steuern lässt. Wenn die Feder in irgendeiner Weise gut steuerbar wäre, wäre ich wie sie möglich. Aber nein, sie ist eben total schwer zu bestehen, schwer zu steuern eben. Deswegen sage ich so, kein Bock mehr eigentlich, die Feder noch irgendeiner Weise zu nutzen. Yoshi ist gut, aber die Feder ist eben crap. Ja, ich weiß nicht, also die Feder gefällt mir überhaupt nicht. Klar, ich kann sie brauchen, weil sie ein paar Gegner da wohnt, aber ich nehme sie eben nicht wirklich ernst zum Fliegen eher. Das meine ich eben. Am besten mache ich das so, ich werfe den anderen Speicherstand raus und mache einen Speicherstand für, wo ich aufgeladen bin. Weil dann ist es nicht so schlimm, wenn wir fällen. Aber wie gesagt, ich mache das Game nicht zu 100%, das könnt ihr vergessen. Ich spiele es nur durch und fertig. Weil wie gesagt, manche Level sind einfach nur zum Kotzen. Oder eben meint sie, sie sind zu kotzen, weil sie das Spiel gedacht hat, ihr müsstet unbedingt diesen Schrott von Feder nutzen. Da gefallen mir wirklich manche Spiele aus der heutigen Zeit besser, würde ich sagen, weil die mindestens nicht so scheiße waren. Das ist, ja, ich weiß, ich schimpfe jetzt ein Spiel, das ein Juwel ist, aber ich mich kotze das einfach nur noch an. Langsam.
Weil wie gesagt, wie soll ich darüber kommen mit der scheiß Feder? Ach komm, die Feder ist schon scheiß. Das kann wieder was dauern. Hier wird die Feder auch wieder gut, glaube ich. Am besten hier schnell durchgehen, die Zeit ist immer so ein Problem auch. Ja, die Feder brauchen wir hier auf alle Fälle. Aber ich meine eben, das Spiel fuckt mich im Grunde nur noch ab. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, das wirklich durchzuspielen, ehrlich, weil es nur noch Level gibt, die irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, auf den Keks gehen. Die machen nicht mehr so viel Spaß. Ach, ist die Stelle so scheiß gemacht worden eigentlich? Hallo, ich spring doch hin. Warum will Jaro da jetzt nicht landen? Jetzt war ich zu schnell. Das Problem ist eben auch, dass diese Level einfach viel zu lang sind eben. Die Zeit dafür nicht ausreicht. Ja, lieber mache ich es so, weil Fliegen ist jetzt nicht so mein Ding mit dem Teil. Muss ich da jetzt rein? Was ist denn da wieder los? Da ist die Halbzeitflagge, okay. Ich hasse dieses Level schon wieder nicht, Mann. Nee, wirklich, so langsam macht mir das Spiel echt keinen Spaß mehr. Es nervt mich nur noch eigentlich. Wir haben nur noch 2 Sekunden Zeit, also ist es auch ein Problem. Dieses Element ist eben auch blöd, dass man das ganze Level durchzieht. Diese ganzen brennenden Plattformen, die müssten nicht echt sein. Man meine ich eben, dieses Level auch so, ist auch so verdammt unvorhersehbar eben. Das Level auch, muss man wirklich sagen. Gut. Also das sind auch die Kommen auch diese fassigsten spierlich, Mann. Mann! Kann die auch schon die nicht fressen? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Oder kann die doch fressen? Puh. Was ist denn das für eine Stelle eigentlich? Ist zwar schön, dass ich ihn fressen kann, aber das bringt mir nicht viel. Ja, wie komme ich da hin? Mann, die Stelle ist wieder so scheiße gemacht. Obwohl, wir schaffen es noch, oder? Die Zeit uns davon. Mann, ich hasse dieses Level. Der Weg ist, glaube ich, leichter. Wenn dieser scheiß blöde Yoshi nicht so dumm wäre. Ach man, so bitte schnell ab, weil ich hier nichts mehr schaffe, oder was? Mann! Das ist doch einfach nur noch katastrophal, ehrlich, Mann, ehrlich. Ja, friss ihn doch. Du sollst ihn fressen, du Honk.
Ja, wie soll ich da rüberkommen? Ganz ehrlich, Mann, sag mir das mal, Spiel. So habe ich mich auch schon nicht mehr. Und das Problem ist eben noch der Fassi hier. Obwohl, der trifft mich gar nicht, oder? Trotzdem fuckt mich das Level sowas von ab. Das Level ist einfach nur noch scheiße, wenn man ehrlich bin. Ja, wie soll es denn an manchen Stellen eigentlich hinkommen? Okay, wir sind schon mit Yoshi hier. Ja, aber das wird ein ewiger Kampf werden. Sehe ich schon ein. Man kann natürlich den von sich auch nicht fressen. Verschwende viel zu viel Zeit. Verschwende viel zu viel Zeit. Mann! Mann, die Stelle ist eben auch sehr blöd gemacht, wegen dem falschen Fassi und allem darum und dran. Mann, fickt euch doch mal alle. Ich hoffe, das Level ist bald ein Ende, weil trotzdem, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Mann, die Zeit rennt mir auch noch davon. Mich kostet das Spiel dann nur noch an. Warum muss es denn so verdammt schwer sein, ehrlich? Mann, dieses verdammte Spiel. Ich komme da nicht weiter. Weil Yoshi so dumm, weil Mara zu dumm zu scheißen ist. Ja, das ist eben auch eine blöde Stelle, die scheiße gemacht worden ist, wenn wir ehrlich sind. Jetzt geh weg. Das Problem ist eben hier und die Tag geht mir vorbei flöten. Mann, ich komme nicht durch. Was ist das auch für eine kranke Stelle? Ja, genau, fall hier irgendwie runter, du Idiot. Warum schaffe ich heute nichts mit diesem verdammten Dreckspiel? Ich, Mann, muss ich jetzt wirklich alles abbrechen? Weil das Spiel mich einfach nicht mehr mag. Es ist aber auch eine blöde Stelle. Es ist einfach eine Scheißstelle hier. Wie soll ich da hinkommen? Es war zu früh. Ich bin jetzt nicht ständig da, aber irgendwie rumhängen wegen dem Typen. Mann! Scheiß Fassi. Ja, ich weiß, du fällst wie ein Stein runter, du Idiot. Jetzt habe ich schon gemerkt, dass du wie ein Stein runterfällst. Da muss ich jetzt existenziell die Feder haben. Ich schaff's dir noch, dich runterzufallen. Ich schaffe es nicht, noch hier runterzufallen, ich Idiot. Obwohl ich so nah von dieser Fleisch. Warum bin ich da runtergefallen? Warum bin ich da runtergefallen, ich Idiot? Weil mir der Fassi auch da ist. Ah, ich glaube, wir haben es durch, oder? Ich muss fliegen. Einfach nur durch. Ey, jetzt haben es geschafft. Alter, was ist denn das für ein Level gewesen? Ganz ehrlich mal, was war das für ein Haufen Müll, dieses Level zu machen? Scheiße. Also nee, wirklich. Ich sag jetzt, es kommen nur noch Parts, wo ich ein Level schaffe.
weil das Spiel mich sowas von ab. Ach so, wir brauchen den Secret Exit, wie es aussieht, auch noch. Weil es geht nur rum hier. Ja, ich weiß nicht, wo der Secret Exit auf diesem Level ist. Das muss man, glaube ich, kurz noch nachschauen, okay? Wo der steckt. Bei diesem ist das Level nicht so scheiße gemacht. Also wir können schon mal abspeichern. Alter, was war denn das für ein... Aber wir brauchen den Secret Exit, wie es aussieht, wirklich, weil sonst kommen wir ja nicht weiter. Ach man, das Game ist ein bisschen nervig geworden. Ja, aber wir haben es wenigstens geschafft. Können wir uns auf die Brust schreiben. Also bis gleich. Okay, ich weiß, den Secret Exit jetzt eben... Wir müssen das Level nochmal machen. Und ja, darauf habe ich eigentlich nicht viel Bock, weil das Level mich wirklich abgefuckt hat. Weil das Ziel eigentlich... Weil der Secret Exit eben genau hinterm Ziel ist. Mann, ich habe schon wieder zu viel Zeit verschwendet eben. Aber es ist eigentlich egal, wir haben eigentlich immer genügend Zeit. Gehabt, deswegen eigentlich. Ja, ich finde es eben ein bisschen blöd, dass es irgendwie auch andere Sachen bestehen könnte, außer aber aus diesen scheißblöden Plattformen springen. Bei den Sekretes brauchen wir leider, um weiterzukommen. Da kann ich mich jetzt nicht davor drücken, den zu aktivieren. Wenigstens mache ich hier eine bessere Figur und baue nicht ewig, um diese Scheißstellen zu schaffen. Ja, glaube ich, mehr mit diesem Part auch nicht mehr schaffen. Als das eben vielleicht, also ich muss schauen eben, ob ich den Sekretes schaffe eben. Ich brauche auf alle Fälle die Feder. Dafür, ohne Feder geht's nicht. Ach, die Stellen. Ja, das waren eben die Stellen, wo mich einfach alles im Game abgefuckt hat. Du sollst da nur drauf springen und nicht Yoshi verlieren. Alter. Wie komme ich da wieder rüber? Also, okay. Jetzt mache ich es wenigstens besser als vorhin, wo ich die ganze Zeit rumgefällt habe. Fressen. Das Problem ist eben auch diese ich mache diese Plattform überhaupt nicht. Diese Tränenplattformen, die geben mir so oft den Senkel. Den Keks eben. Jetzt falle ich wieder tausende runter, weil Mario wie ein Stein unterfallen muss. Ich soll es vielleicht besser machen und nicht so scheiße idiotisch machen. Ja, aber wie mache ich das jetzt hier? Das Flaschstück wollte ich eben auch schon, den brauche ich eigentlich. Scheiß Fassi jetzt. Friss den Fassi, danke. Der eigentlich dürfte uns jetzt halt nicht davon, oder? Und jetzt eigentlich dürfte uns jetzt halt nicht irgendwie. Warum frisst du ihn nicht, Yoshi? Warum musst du eigentlich immer irgendwie mit der Zunge hängen bleiben oder so? Das kann wieder ewig dauern, bis ich diese Scheißstelle geschafft habe. Tut mir echt leid, aber das Spiel ist einfach nur noch ätzend. Jetzt friss ihn, speichere ab. Aber wenigstens gibt es ja Safe States. Dann kann man wenigstens irgendeiner Weise was schaffen. Wie gesagt, ob ich mehr schaffen wollte, ist die andere Frage eben. Weil die Stelle einfach nur krank ist. Jetzt springen wir darüber. Weil ich weiß ja. Jetzt geh von Yoshi runter! Ich weiß, aber wir haben ja sein. Also wir müssen eben. Den Typen habe ich ganz vergessen. Ich kann nicht da auch ohne Yoshi. Habe ich da auch mit Yoshi hin? Oder bringt mich das um? Ich weiß nicht, wo ist jetzt das Ende des Levels? Fahre ich da jetzt runter? Nee. Secret Exit gefunden.
Ich glaube, mehr schaffen wir heute nicht mehr, oder? Und ich weiß nicht, sollen wir es noch machen? Erstens haben wir jetzt einen Essen gefunden, der wichtig ist, weil der andere, der ist nicht so wichtig. Ich mache es nur eben, das Spiel durchzuspielen und nicht mehr, weil mich das Spiel generell einfach nur noch ankotzt. Ist es wirklich, nee, der Secret Exit, den ich machen sollte, den mache ich nicht. Nee, das kannst du vergessen. Das könnt ihr vergessen. Oder kann ich da. Sagt man nicht, dass ich so nicht zum Krasse kann. Ich kann aber den Turm versuchen. Ja, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich kann mit der Feder eben nicht umgehen, ist das Problem. Die Feder ist mir einfach viel zu blöd gemacht, ehrlich gesagt auch. Ja, sei bitte irgendwas hier aus dem Boden stampfen, oder? Weg mit dir. Okay. Speichern wir schon mal. Eigentlich möchte ich das heute noch schaffen. Dafür haben wir noch Zeit eigentlich. Was ist denn jetzt los? Willst du mal darüber kommen? Ja, ich weiß, wir brauchen die Feder. Sonst können wir da nicht rüber. Mann. Fick dich doch, warum muss da auch so ein Scheiß mit der Flammending kommen? Und warum muss die Feder hier bei der Ida mal als Item essentiell sein? Das geht mich so auf im Spiel, dass es hier immer so sein muss, dass das Game meint, es muss die Feder unbedingt darüber als höchstes Ding setzen. Deswegen nehmen wir jetzt auch die Feder mit. Warum will das Spiel eigentlich jedes Mal mich abfacken? Und das Scheiße finde ich in dem Spiel auch die Hitbox. Mann, diese scheiß Flammenwerfer. Mann, überall kommen diese Flammen. Ja, ich sag's ja, mich kostet das Spiel manchmal echt an. Ich bin ja auch froh, wenn ich das geschafft habe, aber so langsam geht's mir auf den Keks. Dass hier immer wieder alles entgegenfliegt. Jetzt kann ich hier die ganzen Tocken one-hitten. Ach man, diese Stelle ist auch schon wieder so scheiße gemacht. Weil eben noch diese scheiß Flammen kommen und dann muss ich auch noch diesen scheiß Stiften ausweichen. Ach, das ist doch wieder echt. Ach, was ist das für eine Stelle? Was mache ich hier falsch? Nichts, okay. Ich mache ja nichts falsch, außer eben. Jetzt wird's immer blöder. Oh, jetzt schaffen wir es doch noch eben. Ja, aber wie gesagt, das Spiel geht mir langsam auf den Keks. Wir haben die Halbzeit erreicht. Oh nee, jetzt kommt sowas. Also wir müssen da, glaube ich, spinnen, oder? Oder auch nicht, wir müssen einfach nur nochmal laufen, okay. Und nicht die Viecher. Jetzt kommen dir noch ins Spiel. Und ich bin so dumm und laufe. Lass mich natürlich treffen. Das Problem ist eben jetzt, dass dir noch ins Spiel kommen. Diese kleinen Mini-Steinblöcke. Okay, da kommen wir aber so durch, okay. Jetzt macht es wieder ein bisschen Spaß, weil wir ein bisschen besseres Level-Design haben, finde ich. Also ein bisschen besser sieht es auch wieder aus. Es kommt nicht von allem was geschossen, nur eben die Steinblöcke sind hier im Weg. Ach, da ist sogar zugemauert, danke. Dass der zugemauert ist, dass ich hier jetzt nicht unbedingt Probleme bekomme. Ja, ich weiß auch nicht, wie man den auslöst. Oh nee. Ach man, ich hasse diese Viecher. Warum müssen jetzt auch so viele davon sein? Die sind echt nicht einfach. Ja, aber ich hab's hier verstanden. Ja, aber ich möchte eben auch nicht klein ankommen bei dem Boss. Mann. Wie kriege ich den jetzt, ohne dass er mich trifft? Komm, wir müssen noch zum Boss kommen. Das möchte ich jetzt... Oh, nee. Ach, Mann, Mario, bist du eigentlich... Okay, geschafft. Okay, der kann da nicht durch. Das ist gut. Also die Steppläste machen hier einen guten Job. Wir kriegen so noch ein Item. Und jetzt kommt der Boss.
Jetzt kommt der Boss noch eben. Oh Mann, das wird nicht einfach werden, weil die Rihanna ist jetzt schon so. Und ich bleib natürlich hängen, ist klar. Ja, das Problem ist eben bei denen jetzt eben, dass hier, dass ich da eben hängen geblieben bin. Als ob der mich tötet, während ich. Als ob der mich tötet, während ich runterfalle. Also wenn der. Ach man, ist es echt eine Scheiß. Der Kampf ist ja schon wieder so blöd gemacht, das habe ich einfach zum Kotz. Warum feuern die so scheiße viele Feuerbälle? Alter, ihr eligen Ossis. Ich muss eben auch auf den öden Block landen. Hallo? Ich hab doch alle besiegt, ehrlich. Ich dachte schon, ich sterbe, weil das ernst für mich. Aber es sind Lücken nicht. Okay, oh man, ehrlich, Mann. Sag mir jetzt aber nicht, ich komme nicht zum Boss. Also wie es aussieht, kommen wir hier noch irgendwie continue und safe. Ich würde sagen, wir hören für heute auf, weil mehr schaffen wir eh nicht mehr in der Zeit. Also was auch schon mit 14 Pints bei der Let's Play Summer World. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, speichern wir den ganzen Scheiß ab. Alter, jetzt habe ich wieder meinen ganzen Speicherstand zurückgemacht. Warum habe ich mir das jetzt so billig gemacht, ich Edenlei Dump? Jetzt habe ich mir natürlich wieder alles kaputt gemacht, weil ich den Scheiß nicht verdrückt habe. Mann, es ist doch echt zum Kotzen. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ach komm, es ist doch echt zum Kotzen, dass ich es nicht geschafft habe hier. Ja, das wird jetzt echt zum Kotzen. Ja, wenn die nicht eben so viel Scheiß für Dante Feuerball schießen würden. Ich muss eben irgendwie dahin gelangen. Ich komme nicht mehr zum Zug, weil die so scheiße gemacht worden sind. Komm, wir müssen es irgendwie anders schaffen. Komm, so schaffen wir es auch noch. Und jetzt speichern wir gleich ab, damit es uns nicht nochmal passiert eben. Weil doch mal möchte ich diesen Bosskampf nicht bestreiten, ich Idiot. Oh, oh Mann, ehrlich, Mann. Das heißt, wir sparen jetzt aufpassen und abspeichern, okay? Stellen. Ja, schreiben. Und dann passt's auch. Jetzt aber wirklich. Und das war doch schon mit dem 14. Paar Let's Play zu meiner Welt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also bis tschüss und auf Wiedersehen, genau. Boah, man. Müssen nochmal abspeichern. Das war ein Level. Oh, man.